Ich bin heute ganz, ganz froh, weil ich habe heute nämlich endlich einmal eine weibliche Unterstützung da herum. Und deswegen begrüße ich jetzt unsere Landtagsabgeordnete von der FPÖ, die Evelyn Achung. Geschätzte Damen und Herren, noch mehr liebe Freunde, schön, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich bewundere euren Mut auf die Straße zu gehen, für unsere Rechte, für unsere Freiheit. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte mich da bedanken bei den Veranstaltern, aber bei allen Veranstaltern, die letzten Demos seit letztem Jahr veranstaltet haben. Dankeschön! Am Anfang waren es ein paar, dann waren es Straßen voll. Jetzt füllen wir schon Plätze. Dankeschön, super! Ja, wie gesagt, mein Name ist Evelyn Achhorner und ich bin eine von fünf freiheitlichen Landtagsabgeordneten in diesem Haus. Und ich kann euch sagen, wir sind die letzten fünf Abgeordneten, die noch für euch stehen, die an eurer Seite kämpfen. Von 36 Abgeordneten der gesamten Tiroler Landesregierung und dem Landeshauptmann gibt es niemanden mehr, der euch schützt, der für eure Ideen und Werte eintritt. Niemand, nur wir fünf stehen noch da. Wir müssen uns tagtäglich von Landeshauptmann Plakter beschimpfen lassen. Und uns sagen, wir werden staatsgefährdend. Nein, das sind wir nicht. Aber er, der immer uneingeschränkte Toleranz von uns fördert und fordert, der diskriminiert über 2 Millionen Österreicher und Tausende von Tirolern und Tirolerinnen. Das ist Landeshauptmann Plakter. Auch ein Landeshauptmann Plakter hat ein Ablaufdatum. Es mag zwar sein, dass angeblich in Österreich auch Ablaufdaten gefälscht werden, dass Gültigkeitsdaten verkürzt und verlängert werden, natürlich. Aber der Landeshauptmann, dem seine Zeit ist gekommen. Und seine unrühmliche Politikkarriere wird bald zu Ende sein. Weil ihr dürft es nicht vergessen, letztes Jahr hat er für sein eigenes Volk Strafverschärfung gefordert. Und er macht es auch heute noch. Wir sind an den Maßnahmen immer die Ersten, die unterdrückt werden. Und so jemand hat den Ruhm und die Führung seines Volkes nicht verdient. Ja, natürlich kennen wir auch unsere Rechte und Pflichten. Die haben wir und die nehmen wir wahr. Und wir werden oft gefragt, ja, was hättet ihr denn getan letztes Jahr? Was habt denn ihr gefordert? Leider ist es nie an die Öffentlichkeit gedrungen, weil diese Landtagsreden, die wir hier halten, die interessieren keinen. Die Medien schreiben nie dafür und darum. Ich kann euch sagen, was wir letztes Jahr gefordert haben. Das Erste, was wir im März letzten Jahres schon gefordert haben, war, dass in Alters- und Pflegeheimen getestet wird. Es hat Wochen gedauert, bis diese Landesregierung in Schwung gekommen ist. Nichts ist geschehen. Und so ist es weitergegangen. Wir haben Antikörpertests für alle gefordert. Es wurde nichts getan. Es wurde auf Teufel komm heraus in Schwarztuch geimpft, ohne Testungen davor. Das haben wir gefordert. Wir haben auch gefordert, dass symptomlose Personen nicht getestet werden. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wie die durchfahrenden LKWs auf unsere Kosten getestet wurden. Wir haben dadurch Millionen an Euro verloren. Wie hätten wir letztes Jahr dieses Geld gut einsetzen können?
um Gesundheits- und Pflegepersonal auszubilden, sie gut zu bezahlen, ihnen die Ausbildung zu zahlen, ihnen die Praktikumplätze zu zahlen. Es wurde nichts gemacht und sie schaffen es auch heute noch nicht, unser Pflegepersonal ausreichend und angemessen zu zahlen. Das schaffen sie einfach nicht. Das waren die Methoden. Ja, wir sind keine Impfgegner. Schützen Sie die Älteren und Risikogruppen durch eine Impfung. Aber alle anderen müssen das frei entscheiden können. Für ihre eigene Gesundheit, für sich selbst. Das muss Selbstentscheidung sein. Wir fordern diese Freiheit und die steht jedem Menschen zu. Können wir eine Bewegungs- oder eine Sportpflicht fordern? Das wäre so wichtig gewesen. Sie können auch weniger Zucker in Lebensmittel fordern, denn Diabetes ist eine der Hauptursachen, um an einer Covid-Krankung zu erkranken. Und bewegt man frische Luft? Was machen Sie? Sie verordnen 2G für Skipisten und für Langlaufläufen. Sie hindern uns am Sport, an der Bewegung. Ja, hören Sie auf, Angst und Schrecken zu verbreiten. Hören Sie auf, Leute, arbeitende Menschen zu kriminalisieren. Hören Sie auf damit. Lassen Sie uns in Ruhe. Und hören Sie auf, schlecht über uns zu reden. Auch wir informieren uns. Und eines steht heute in der Zeitung. Alle Leute, die hier stehen, sind bestens informiert, was diese Krankheit betrifft. Und akzeptieren Sie uns endlich und akzeptieren Sie auch unsere Kritik. Ja, und hören Sie auf, die große Pharmaindustrie und China zu unterstützen. Denn jedes einzelne Teststäbchen, das aufgerissen wird, jeder Mund-Nasen-Schutz, aller Plastikmüll kommt aus China. Wir sollen uns regional ernähren. Wir machen das. Wir kaufen auch regional ein. Aber sie werfen die Millionen in die Welt hinaus und importieren den Müll in unser Land. Wir brauchen das nicht. Alle Produkte zur Pandemiebekämpfung kommen aus China. Weil Österreich hat es nicht einmal geschafft, korruptionslos einen Mund-Nasen-Schutz zu produzieren. Nichts. Ja, aus diesem Chaos müssen wir heraus. Aber das funktioniert mit unserer Aufrichtigkeit, mit unserer friedlichen Einstellung und mit unserem unbeugsamen Willen zur Freiheit. So kommen wir heraus aus diesem Chaos. Wir halten durch, aber wir halten nur mit euch durch. Was wir tun können, wir werden euch weiter in diesem Landhaus, in diesem Parlament vertreten. Wir fünf stehen aufrecht und verteidigen unsere Linie und verteidigen euch.